The Skeleton King was one. He lost both of his sons and his very soul before he was finally. Leoric should be in the unformed land, yet he stands between me and the fallen star. The king. Leia. Jetzt müssen wir den Blacksmith bequatschen. Wo ist er denn? Wissen wir das? Da oben links so. Hier ist noch ein Händler. Coole Sache. Wieso? Ja, ich bin einfach stehen geblieben. Aber wenn ich einfach stehen bleibe, dann bin ich irgendwie. Jetzt weg. Ich stehe unter dem Barbaren. Ja, genau, das hast du richtig erkannt. Also sowohl hierarchisch als auch real. So die Kellergeschichte, ja. Die ja, Kellergeschichte. War das mit seiner Frau irgendwie? Ja. Warum muss man das jetzt machen? Ja, das hat doch gar nichts zu tun mit dem Skelettkönig oder irgendwas. Nee, wir brauchen den Schmied. Ach, der Schmied. Und der Schmied hilft uns erst, wenn wir seine Frau töten. Ach, ja, machen wir das. Nee, seine Frau retten. Nee, ja, was ist denn nachher doch töten? Ja, aber erstmal sollen wir sie retten. Jetzt spoilert doch nicht schon alles. Guck mal, was ich jetzt hier... Ne? Boah, Flaming Shears. Was sind denn das für Viecher? Sind das irgendwie brennende Fledermäuse? Ja. Das ist ja ekelhaft. Cool, ne? Die armen Viecher. Wenn das Peter erfährt. Also nicht Peter Ramsauer, sondern die Peter. Hey du. Schatz. Malertränke? Nee, ne? Ich weiß es schon, ich will sie irgendwann. Könnte ich mal vorarbeiten. Jetzt hat sie den ganzen Boden auch noch voll gereiert. Und nein, das muss ja nicht sein. An dieser Stelle möchte ich unserem Sponsor Fibres danken, der jetzt hier auch zum Einsatz kommen wird. Nein, es wäre schön, wenn wir einen hätten. Cool, ein Lederhelm. Lederhelm. Das ist ja wirklich cool. Was war. Jetzt beginnt es, Nick, dass du nach hinten fallen wirst. Das ist ja gemein. Nick muss heute etwas früher los. Das heißt, Lobby und ich können dann noch ein paar Stunden weiterspielen. Das geht schon weiter, oder? Hier oben. Da oben? Müssen wir da lang? Ich kann mir das Spiel auch kaufen. Dann kann ich das zu Hause. Der Spielstand ist ja synchronisiert. Ja, oben war noch was. Stimmt. Mach das doch, Nick. Hast du 50, 60 Euro übrig? Ich habe immer 50, 60 Euro übrig. Ich weiß nicht, ob ich sie dafür ausgeben möchte. Ja, wahrscheinlich. Nicht. Nicht. Aber vielleicht nehme ich das Spiel nachher heimlich mit. Ja, das. Weil du gleich die PlayStation hast. Naja, alleine spiele ich es ja jetzt hier sowieso nicht weiter. Nee. Ich will das ja mit euch spielen, meine lieben Freunden. Oh, mein, jetzt ist Nick aufgelevelt und ich nicht gelevelt. Ja, was soll denn das? Das ist voll unfair. Immer levelt Nick auf. Minute nach uns. Oh, guck mal, da ist Zeug runtergefallen. Ich hab das mit dem Anvisieren der einzelnen Karten sicher noch nicht ganz. Naja, wenn du einen stärkeren Gegner hast, den du wirklich anvisieren möchtest, weil du auf ihn erstmal kloppen willst, den Endboss oder so, dann kannst du L2 gedrückt halten und dann bleibt dein blauer, grüner Pfeil auf dem drauf. Siehst du, das jetzt ja da diesen Pfeil darüber, ne? Über dem Gegner, den du gerade angreifst. Und der bleibt dann da auch. Sonst wechselt der, wenn du dich umdrehst. Ehrlich, ihr habt beide was gekriegt bei dem und ich nicht? Ja. Siehst du doch. Wenn du Leute die hoch. Ah, noch einer. Und dann mache ich. Mein Kaputt. Oh, jetzt kommen die schon wieder mit ihren scheiß Mauern. Die habe ich vermisst. Vor allem jetzt schon, ne? Ja. Aber der hat nur diese Mauern. Die sind da alleine nicht so schlimm. Ja. Immer, sonst ja, wenn die dann auch noch. Kriegen sie ja mehr. Wenn die dann auch noch irgendwie Eisangriffe gleichzeitig machen und Feuer und. Schlag mich tot. Ja, Schlag mich tot Angriffe machen die eigentlich alle. Wie heißen eigentlich unsere Mana-Ressourcen? Also ich glaube beim Barbaren heißt es doch irgendwie, Gut oder so. Gut oder sowas, ne? Ja. Ich glaube, ich habe direkt Mana. Du hast wirklich Mana, ne? Und ich habe wahrscheinlich Glaube oder sowas. Ja. Klar. Ich bin doch hier der Supergläubige. Werdet sich wohl den Zeugen Johevas anschließen können. Ja, stimmt. Die hast du draußen vor der Tür getroffen, aber nicht reingebeten, was ich ganz nett von dir finde eigentlich. Weil wenn man die einmal reingebittet hat, dann. Oh, komm, den holen wir uns. Gebittet? Gebittet. Gebittet ist. Ja, klar, holen wir uns den. Warum sollte man es denn nicht holen? Er ist ja da, also muss man ihn noch töten. Also ich lass euch machen, ne? Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht wieder. Ja, und dafür krieg ich auch noch was. Sehr gut. Ich wieder nicht. Jetzt schlage ich auf Dennis ein. Ich glaube, du hast auf Nick eingeschlagen. So, noch schlimmer. Juhu! Und stunnen! Das macht Spaß. Stunnen macht Spaß.
Mein Glaube lädt sich nicht schnell genug auf. Ich hätte gern häufiger diese lustige Attacke, die ich machen kann. Mit dem Schild. Ich spreche mal das Ding hier an. Entschuldigen Sie, darf ich kurz mit Ihnen sprechen? Über Ihren bevorstehenden Tod. Oh, die Lunte geht runter! Oh, scheiße. Dominantes Massaker. Ja, gut, dass er das jetzt geschafft hat. Die hat immer gleich drei Gegner explodieren, wenn ich mich so ranziehe. Ja. Schon sehr gut. Die Sprüche von denen. Haben wahrscheinlich auch immer die zwei selbst. Oh. Das ist ja auch besonders anspruchsvoll, die so viel Text synchronisieren zu lassen. Das stimmt. Diese teuren Sprecher, die sie bei Diablo haben, für die Charaktere. Oh Mann. Sprecher. Cooldown dauert vielleicht. Achso, wir finden den Grab, ne? Von der Tusse. Ja, das ist irgendwo. Von der heulenden Tusse. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Von der Witch. Die Witch, ja, genau. Die gute Left 4 Dead Witch hat sich ja eingenistet. Oder die, die Hexe von Destiny. Die aussieht wie ein Hexer eigentlich eher. Was ein Hexer heißt. Ja, im Englischen heißt es der Wizard. Ja. Und im Deutschen ist es Hexe. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ja. Weil es ist nicht offensichtlich irgendwie ein weibliches Modell. Aber das ist auch nicht offensichtlich männlich. Also. Nee, es ist irgendwie, ist ja so ein außerirdisches Vieh halt, aber. Ja. Schon seltsam, warum man. Es ist ja nicht Witch im Englischen, es ist halt Wizard. Eigentlich das war vielleicht nicht cool genug. Ja. Zauberer klingt ja auch mehr so nach Siegfried und Roy. Was habe ich jetzt hier eigentlich für ganze Statusfähigkeiten hier überall? Ich weiß auch nicht, irgendwas ist hochgegangen, ganz toll. Wir sind auch wieder super schnell. Flash Action. Ja. Oh, wir sind Level 8, Nick. Nein. Wie sieht's bei dir aus? Bist du auch schon Level 8? Fast. Warte mal, wenn ich hier noch einen Gegner finde, da. Nee, nehmt ihm alle Gegner weg! Tötet sie! Nein, du kriegst ja die Farbpunkte auch. Ja. Scheiße. Aber das hat doch nicht gereicht. Nein! Und wir haben alle schon wieder ein bisschen mehr bekommen. Hier oben ist noch was. Wo müssen wir denn eigentlich lang? Ne, wir laufen schon wieder da, wo wir schon lang waren. Ja, ich suche noch einen Gegner. Ja, dann musst du eher so nach da rechts gehen, da waren wir noch nicht. Ja. Oh, jetzt sind die ganzen... Da sind Gegner. Ich würde gerade sagen, ist der Ton. Nee, war nur leise. Nee, schlagst du nicht zu. Ah, guck mal, wir haben auch noch eine Gruppe gefunden. Wrath heißt meins. Was ist denn Wrath? Das englische Wort habe ich jetzt leider nicht so drauf. Wrath. Boah. Ja, wir haben euch extra die Untertitel angeschaltet, damit wir etwas vernünftig wegklicken können. Ja. Wenn wir nur die Videos wegklicken, dann merkt ihr das ja vielleicht gar nicht. Nein, Quatsch. Also wir haben natürlich die Untertitel wieder angemacht, damit ihr im Zweifelsfall mitlesen könnt. Meine Konsole ist auf Englisch gestellt, deswegen ist hier auch alles auf Englisch. Also ich hoffe, dass ihr es uns nicht übel nehmt. Aber da habt ihr wenigstens die... Gibt es eigentlich deutsche Sprecher bestimmt, oder? Ich glaube, die haben die Texte auch auf Deutsch gesprochen. Ja, also es ist ja nicht so viel, aber ich glaube... Also ja, dann verpasst ihr jetzt die wahrscheinlich hervorragenden deutschen Sprecher. Ja. Und kriegt die original englischen. So, kommt hier wieder was? Ja. Da kommt was raus. Musst du wieder reinstecken. Also dein Schwert. Ja, was sonst? Ja, weiß ja nicht. Ich fall noch mal andere Sachen. Was du ein Barbar machen könnte. Wie sieht es ja ein bisschen tump und doof. Wollt ihr noch die Experience? Oder was ja. Das ist? Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas in der Art. Ja, guck mal, roter Brunnen. Yay, Lebensenergie. Woohoo. Lebensenergie für alle. Meine Hunde sind ganz schön, Zombie-Hunde sind ganz schön... Zack, sind bissig. Sind die eigentlich schon mal verschwunden? Nee, warum? Bleiben die ganze Zeit da? Also eigentlich dachte ich, die verschwinden irgendwann, aber... Ich dachte auch, die müssten normal... Früher war das doch bei beschworenen Sachen immer so, also nicht bei Diablo 3, sondern bei Diablo 2 und so, dass die dann so eine Abklingzeit hatten und... Na, vielleicht erst, wenn sie sterben, aber die sind relativ widerstandsfähig. Und gerade jetzt am Anfang, die Gegner sind auch noch nicht so hart. Dann geht das alles schon. Doch, braucht man nicht mal diese lustige Ausweichaktion. Ja, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob mein Lebensbalken überhaupt schon irgendwann mal runtergegangen ist. Oh, ich bin so toll, ich habe so lange Lebensbalken. Nein, ich meine, ich stehe ja in der zweiten Reihe. Reihe.
Ja, wir haben ja den ganzen Spaß. Macht Critical Damage, macht Spaß. Mach mal Crit, Baby. Crit ist weg. Okay. Wie lange jetzt? Oder wollen wir nochmal nach rechts? Dann haben wir gehen nochmal nach. Ich wurde jetzt gerade in die Mitte teleportiert, wo ich gerade stand. Super. Makes sense. Hallo. Was immer noch schön ist an Diablo 3 ist dieses Trefferfeedback, oder? Also wenn man die Gegner schlägt und die dann einfach mal so 2 Meter wegfliegen. Ja, hab ich grad nicht. Nee, hab ich auch, erlebe ich zum ersten Mal, gebe ich auch zu. Ich habe ja Diablo 3 damals einen Zauberer gespielt. Ja. Und da hast du das natürlich auch nicht so richtig. Double Damage. Yep. Mist, keine Gegner da. Jetzt. Also ich sehe das, hab das jetzt auch zum ersten Mal, dass ich so Gegner hauen kann und sie fliegen weg. Ist das der Monkrab? Das hatte ich, da war das auch schon so ein bisschen so. Ja. Nur mal nach unten? Nach unten? Oh, wie lange wollen wir denn jetzt? Da. Machen? Da. Komm, lass uns weitergehen. Ja, komm, wir gehen weiter. Das ist hier, wir laufen hier noch, wenn wir das auf allen Schwierigkeitsgraden spielen sollten, laufen wir hier noch 5 Mal lang. Nehmen wir auch den Stamm noch mit und dann... Ja. Wie gesagt, beim zweiten Mal laufen wir ja eh durch. Nee, beim zweiten Mal macht es jetzt Sinn, dass wenn man dann vernünftige Items finden kann. Ja. Jetzt am Anfang ist dann egal. Man findet es sowieso nur. Mit. Stimmt, am Ende finde ich sowieso alles gut. Vielleicht habe ich durch den komischen Blizzard-Ring, den ich da habe, irgendwie noch Wahrscheinlichkeit, geile Sachen zu finden. Ja, ja, glaube ich nicht. Doch, bestimmt. Das musste man hier in 3 Geber rein und so. Stimmt, du hast recht. Ich erinnere mich ganz, ganz, ganz dunkel. Haut alles kaputt! Haut die Einrichtung kaputt! Ja, man fühlt sich ein bisschen alt, ne? So, es ist schon wieder. Oh, Schatz, mach die kaputt! Ah, wieso läuft der denn weg? Na komm, ganz. Er ist, da hat ein Portal, ist das Portal wieder verschwunden. Nein! Er ist doch hier! Tötet ihn! Ja! Sehr gut! Epischer Loot! War ja nicht noch was anderes gewesen? Haben wir das getötet? Egal. Ich dachte, da war noch eine Gruppe Blauer gewesen. Wir suchen nicht Gegner, sondern Ach, Nieder. Genau, die sind weitergelaufen. Wieso haben die denn... Achso, die sind gar nicht so speziell, dass sie oben im Lebensbalken bekommen haben. Ja, waren doch eine normale Gegner. Ich dachte, es wäre eine blaue Gruppe oder so. Aber das scheinbar ja nicht. Ja. Blaue Gruppen sind übrigens Gegner mit etwas spezielleren Fähigkeiten und so. Die ein bisschen mehr Erfahrung liefern. Und stärker sind. Genau, und dann gibt es noch diese gelben Champions, das sind dann auch starke Gegner, die sind aber einzeln. Und dann gibt es dann nochmal lilane Gegner, das sind irgendwie Story-Charaktere, also genau. Story-Bösewichte. Die sind meistens nicht so doll. Ja. Klar, die sind ja nur für die Story wichtig. Richtig. Und die Story ist nicht wichtig, also sind die nicht wichtig. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man sagt, ich bin der beste Heroes of New Earth-Spieler, das ist auch nicht wichtig. Wenn man sagt, ich bin der beste League of Legends Spieler, ist das wieder was anderes. Ist ein bisschen wertvoller. Aber nicht viel. Das ist genauso wie, oh, ich habe voll das seltene Achievement bei Uplay bekommen. So. Ja. Wo? Was? Steam? Microsoft? PlayStation? Nee, Uplay. Oder noch schlimmer, ich habe ein EA Achievement bekommen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Haben die irgendeinen Namen? Original Keine Achievements? Ahnung. Haben die Achievements? Ja, klar haben die Achievements. Die sind doch auch im 21. Jahrhundert. Ich weiß nur nicht, ob die irgendwie sinnvoll sind, die Achievements. Oh, wahrscheinlich. Es sind doch Fehler! Ja. Aber ich finde, wir kümmern uns hier ganz gut in den Dreiecken, in die Leute. 35 Kills, 36, 37, Mist. Der Raum ist auch nur dafür da, dass man mal 50 Kills kriegt, oder? Ja. Gute. Und? Schaffen wir noch mehr? Kommt 65, 66. Da kommen wir doch wahrscheinlich 70. 73. Yes! Und Level. Mal wieder alle gleichzeitig. 2,5 Erfahrung jetzt. Ab jetzt aber. Was bringt das? Gar nichts. Nee. Da oben liegt noch was in der Mitte. Boah! Epic! Ja, sammel du alles ein. Ja, und du kriegst natürlich wieder den gelben, ne? Ja, natürlich krieg ich den gelben. Das haben wir doch so abgesprochen am Anfang. Dass ich immer alle gelben kriege. Also will ich keine blauen haben. Ihr kriegt alle blauen. Hm, toll. Das ist völlig normal. Ich nehme die grünen. Norbert kriegt den ganzen braunen Scheiß. Was sowieso am besten ist. Ja, du hast mich schon verstanden. Braun und Scheiß.
Ja, der ist ja der älteste Diablo-Witz überhaupt. Der geil, ein brauner Drop, stinkt. Aber gut, dass du den jetzt hier auch nochmal gebracht hast. Naja, es gibt ja vielleicht den einen oder anderen der Zuschauer, die noch nie Diablo gespielt haben. Soll es geben. Also dann die 5-Jährigen. Ich meine, Diablo 3 hat sich halt nur 10 Millionen Mal verkauft. Ja. Es sind ja noch eine Menge Spieler übrig, die nur Call of Duty in ihrem Leben bisher gespielt haben. Hm. Aber die gucken dann lieber Let's Play auch nicht zu. Doch, vielleicht. Ich gucke auch mal vor allem Let's Plays von Spielen, die ich selber nicht spiele. Ah, hier ist eine Blaukuh. Ja. Jetzt sieht er auch mal eine blaue. Ich glaube, sowas hatten wir noch nicht, oder? Doch, vorhin war auch schon blau. Eine hatten wir schon, ja. Okay. Eine hatten die war aber scheiße. Ja, okay. Einer ist tot. Alles tot. Einer ist tot, alles ist tot. Ich finde auch immer, wenn man bei den blauen Gruppen einen besiegt hat, dann wird es immer schon wirklich deutlich leichter. Ja. Das stimmt schon. Weil sie einen da nicht mehr so gut in die Zange nehmen können, irgendwie zu dritt, dann stehen sie wirklich um mich rum. Oder flattern, in diesem Fall. Ja, und die anderen sind ja meistens auch schon ein bisschen geschwächt dann. Ja. Also ich weiß mal, was für ein Horror die blauen Gruppen waren mit meinem Zauberer damals bei Diablo 3. Da musstest du die ja die ganze Zeit kiten, also immer so hinter dir herziehen. Ja. Und dann immer mal stehen bleiben, einen Zauber machen, weiterlaufen. Das hat ewig gedauert. Du hast dich klein gekriegt, aber es hat teilweise. Ja, wir haben uns ja dann auch zu zweit gespielt mit Monk und du Zauberer. Ja. Und der Monk ist ja auch nicht so der starke Tank, ne? Ja. Der hat so hält halt auch nicht viel aus. Das ist jetzt hier mit dem Barbar schon besser. Ja. Alles ist so mit Barbar besser. Barbar. Oh, was geht los? Ja, teleportiert sich einer. Nein. Warte. Lass erstmal den Gegner noch zu Ende besiegen. Das ist nur mal kurz ausrüsten, vielleicht gucken. Bevor wir in die nächste Folge gehen, ja klar. Das machen wir so. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.